Herzlich willkommen zurück zu unserem Worldwide Nuzlocke. Wir haben im letzten Part etwas uns durch diese Höhle begeben und es hat ewig lang gedauert. Ja. Und wir sind uns jetzt ziemlich sicher, wir sind sehr kurz vor Ende und ich wollte gerade in mein Team gehen und da treffen wir ein wildes Plinfer. Ich habe ja noch, wie wir am Ende der Episode gesehen haben, mein Pokémon geheilt. Ich bin dann noch, bis ich Schluck aufgekriegt habe, hier hingegangen. Okay. Und wir schauen jetzt mal. Hier müsste jetzt eigentlich Bitchface kommen und ich habe so einen Schiss. No. Ach, mit wem lieben wir? Und Melly ist AFK. Was? Melly geht pissen. Das hättest du nicht vorher sagen können? Nein. Weil mir das erst jetzt aufgefallen ist. Entschuldigung. Ah, da steht er. Vielleicht kann ich ihn umgehen. Vielleicht kann ich ihn irgendwie umgehen, wenn ich lieb gucke. Mist. Geh weg. Ich mag dich nicht. Geh weg, N. Keiner mag dich, N. Okay, N schickt Rotom in den Kampf. Ich weiß, dass er alle Rotom-Formen hat. Deswegen ich an sich gerne... Okay. Das einzig Sinnvolle ist Magnetbombe. Oh mein Gott, das war ein Crit. Natürlich Crit und Paralyse. Warum sollte der aber auch was anderes kriegen? Okay. Das macht gar nichts. Dann muss Pearl ran. Ah ja, stimmt an sich, wenn er sowieso mit dem Rotom anfängt. Ich meine, wir haben Crunch, das ist effektiv gegen Geist. Wo jetzt einmal Substitute macht. Super. Crunch. Sehr effektiv. Substitute ist weg. Shadow Ball. Yay. Hoffentlich hört er auf, uns zu critten. Ich meine, er hat ja schon mal mit einer Crit-Paralyse angefangen. Okay, Rotom 1, tot. Ah, ja, super. Welches Rotom schickt er jetzt in den Kampf? Was wäre sinnvoll? Mal gucken, ich wechsle auf John, falls es ein Rotom am Ofen ist. Hä? Hä? Huh? Huh? Say what? Ich dachte, er hätte alle Formen. In der Dokumentation steht, dass er alle Rotom-Formen hat. Der wird doch jetzt nicht sechsmal ein normales Rotom einsetzen. Okay, schauen wir mal. Er wird wieder einen Rotom in den Kampf schicken. Okay, irgendwas kann daran nicht stimmen. Der kann irgendwas nicht stimmen. Wo ist meine Dokumentation? Wo ist meine Dokumentation? Sonst habe ich mir ohne Grund so viel Sorgen gemacht. Weil es irgendwie total komisch ist. Dass er nur normal Rotom benutzt und nicht die anderen Rotom-Formen. Vor allem dann sechsmal. Hey. Hier steht drinne, dass er alle Rotom-Formen benutzt. What the? Jetzt macht er Rain Dance und Thunder. Wetten wir. Aber what the? Da steht eindeutig drinne, dass er alle Rotom-Formen benutzt. Da bereite ich mich darauf vor, was wir für Gegner haben, um gut vorbereitet zu sein und deswegen keine Pokémon und dann keine Pokémon zu verlieren. Okay, er kann Hydro-Pumpe. Oh, das ist natürlich extrem geil. Er hat die Rotom-Form. Wir werden sie nur nicht angezeigt.
Das ist natürlich extrem geil. Weil Rotom kann ja von sich aus keine keine Hydropumpe. Das ist natürlich. Und natürlich kriegt er die Paralyse. Na, machst du einen platt? Ja, das Geile ist bloß, mir werden die Rotom-Formen nicht angezeigt. Aha, wieso? Und ihr kriegt schon wieder einen Crit! Yay! Willst du mich verarschen? Ja. Er tötet mit einem Crit-Pearl? Ja. Und es reicht natürlich nicht aus. Wahrscheinlich kommt hier jetzt noch der Übermega-Crit. Nö, nee, aber der Regen hat aufgehört. Sansa ist jetzt nicht mehr. Und er trifft natürlich im Regen. Wetten wir, das ist jetzt ein Crit? Ja, bestimmt. Boah. Nein. Da kriegt er den Donner-Crit. Oh. Und tötet Pearl. Ich bin gerade echt froh, dass ich Justus trainiert habe. Aber der größte Scheiß ist, ich sehe nicht mal, welche Formen er benutzt. Super, warum denn? Keine Ahnung! Fuck. Das heißt, ihr könnt jetzt genauso gut hier das Heat-Rotom ausgeschickt haben. Na super, Substitute und ich will es paralysieren. Ich bin sowieso komplett paralysiert. Yay. Aber vor allem, weil Justus nicht wirklich viel machen kann. It's not very effective. Okay, wir können irgendwie die ganze Zeit versuchen, dass er sich durch Substitute komplett sein Leben weghaut, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, vor allem, mir wird ja nicht mal angezeigt. Ich habe dann sogar noch gerade extra in der Dokumentation nachgeguckt, ne? Ja. Der benutzt doch die verschiedenen Rotom-Formen. Ne? Ja. Und tut er auch! Die werden mir nur nicht angezeigt! Weil es kann nicht sein, dass ein Rotom normal Hydropumpe kann. Das heißt, wir hatten da gerade, das heißt gerade ein Wasserrotom hat Justus, hat Pearl getötet. Super! Durch einen scheiß Crit! Ja. Okay, ich heile hier, nur um zu gucken, was er da noch hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Rotoms da noch kommen. Ich meine, wenn ich wenigstens wissen würde, welches Rotom das ist, ne? Okay. Discharge. Das hier kann auf jeden Fall wieder bloß Donnerblitz zu beherrschen, ne? Wenn wenigstens in der Dokumentation stehen würde, welche Attacken diese Rotoms beherrschen, damit ich dann aus dem Moveset, das die einsetzen, ableiten könnte, welche Form das ist. No. Aber das erste muss eindeutig sein, weil das muss eindeutig das normale Rotom sein, ne? Weil ich meine, es kann hier nicht sein, dass die Rotom-Formen noch nicht drin sind. Die gibt es ja schon seit Platin. Ja. Ja doch, die gibt es seit Platin und erst seit Schwarz und Weiß. Oh mein Gott. Ein Critical Hit, natürlich. Wir werden es jetzt selbst schlagen. Natürlich wird Justus sich jetzt selbst schlagen. Aber halt, wie gesagt, die Rotom-Formen haben erst seit Schwarz und Weiß zusätzliche Typen. Aber die gibt es schon seit Platin, ne? Ja. Das heißt, es kann nicht daran liegen, dass da. Was ist. Ob das irgendwie falsch einprogrammiert wurde? Keine Ahnung. Weil in meiner Dokumentation steht extra drin, dass er alle 6 Rotom-Formen benutzt. Und ich war schon total verwirrt, dass da jetzt nochmal ein normales Rotom kommt. Ne? Ja. Was denken Sie, was für ein Rotom das ist? Keine Ahnung, ich konnte bisher bloß das Wasser-Rotom herausfinden, das Pearl getötet hat. Okay. Ich hoffe gerade inständig, dass er das Feuer-Rotom schon benutzt hat, weil so einen Hitzekoller halte ich nicht aus. Ja. Okay, er benutzt wieder bloß Donnerblitz. Ich hoffe wirklich, dass ich das Feuer-Rotom getötet habe. Ja, hoffen wir es mal. Natürlich kriegt er wieder einen Critical Hit. Und Justus schlägt sich selbst. Ja, so wie immer. Ganz ehrlich, das regt mich... Das regt mich manchmal echt hier bei diesem ROM-Hack auf. Es ist ständig irgendwelche Crits.
Weißt du, ich verliere ja nicht mal ein Pokémon, weil ich irgendwie, weil ich irgendwie einen Fehler gemacht habe. Nein, ich verliere ihn wegen einem scheiß Crit. Und genau aus dem Grund überlevele ich meine Pokémon, weil ich sie ja dann trotzdem verliere. Wo ich absolut nichts gegen machen kann. Ich kann ja wirklich absolut nichts dagegen machen. Weil er einfach mal losgeht und mich crittet. Ich meine, der erledigt mich mit einer Step. Na gut, das war eine Step-Hydro-Pumpe im Regen, aber trotzdem. Ich glaube, Pearl hätte das noch überlebt. Der war Level 56. Der war 9 Level höher. No. Das heißt, die Arena wird natürlich jetzt ein Riesenspaß. Ne? Ich meine, ich habe sowieso schon einen Riesenschiss vor Skorgar gehabt, ne? Ja. Oh, das ist ein Doppelkampf. Ein Dreierkampf, sogar noch schlimmer, ne? Aber ganz ehrlich, dann... Nee. Ich werde die Pokémon sowas von überleveln müssen. Ja, eindeutig. Das geht gar nicht. Ja. Weil ich dachte noch so, ja gut, dann habe ich dann halt am einen Ende Magneson und am anderen Ende Luxtra, ne? Ja. Too soon. Ja. Da dachte ich, am einen Ende habe ich Magneson, am anderen Ende Luxtra und alles ist gut, ne? Ja. Aber nein. Boah, erstmal Pokémon heilen und Pearl beerdigen. Ja. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, wir schaffen das Spiel mit Pearl. Und dann kommt ein scheiß Crit daher. Alter, unsere Deathbox wird auch immer größer. Unsere Deathbox wird immer größer. Mhm. Vor allem, wenn man sich mal anguckt. Diese gesamte Reihe, plus da oben und die letzten beiden da unten, sind alle von Turner getötet. Na gut, außer Julia, sind alle von Turner getötet worden. Turner hat 8 Pokémon auf dem Gewissen. Turner ist ein Unmensch. Er tötet einfach Pokémon. Aber sowas von. Genau, noch so viele. Er ist ein Unmensch. Was ich aber jetzt erstmal mache, hier ins Fahrrad ansteigen. Erstmal heilen, das habe ich noch nicht gemacht. Ich werde nämlich jetzt Cynthia hochleveln. Ich glaube, die werden wir dann, der werde ich dann, sobald sie sich entwickelt hat, den EP-Teiler geben und dann versuchen, in der Episode hinterher hochzuziehen, in der nächsten Episode, ne? Ja. Aber ich weiß auch nicht, wir müssen mal gucken. Ich glaube, diese Episode wird diesmal nicht ganz so lang, weil... Alter, der crittet mich! Ich muss mich gerade erstmal wieder von dem Crit erholen. Kriegt der Typ einen scheiß Crit! Wir verlieren ein Pokémon durch einen scheiß Crit! Ja. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt Cynthia, weil dieses Absol verfolgern kann. Ja, bestimmt. Zum Glück nicht. Zum Glück. Schon mal etwas. Ja. Aber trotzdem. Kriegt der einen scheiß Crit. Wir haben wenigstens noch John, der was gegen die Flugtypen von Geraldine ausrichten kann. Aber ich meine, hätte ich John in die Mitte getan, ne? Ja. Auch wenn dann ihr Svaroness, aber gut, gegen Svaroness haben wir immer noch Magneson. Ach scheiße, das war kein Level-Up. Ich wollte schon direkt wieder rausgehen. No. Ich bin gerade zu dumm, da drin zu laufen. No. Ich will nämlich als erstes, bevor ich es mich vergesse, will ich hier Cynthia aufleveln. Weil ich meine, dann entwickelt sie sich, weil ansonsten, wer weiß, wann ich wieder grinde, ne? Mhm. Und dann entwickelt sie sich dann nicht, ne? Gut, wir haben ja noch... ich weiß gar nicht, ob sie irgendwie sowas wie in Richtung Emolga hat, ne? Ja. Na, natürlich. Bugbass. Aber... halt, ob sie... halt, ansonsten wäre halt auch Symbolara noch relativ gut, wobei sie hat, glaube ich, ein
Aber jetzt nochmal die Weiterentwicklung von Kramux, Kramchef. Ja. Und das wäre auch nicht gut gegen, ich hab den Namen, gegen Libby. Hm. Egal, Cynthia entwickelt sich erstmal weiter. Yay! Okay, es wurde zu einem, ich habe keine Ahnung, Alabis oder Sagnabis. Hm. Ich habe keine Ahnung, ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Dito. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie eins verwendet. Hm. Ich habe die Pokémon auch komplett wieder vergessen. War Alabis nicht dieses Rosane? Ja, keine Ahnung. Ich habe die Pokémon ganz ehrlich komplett vergessen. Ich wusste nicht mal mehr, dass sie sich ineinander, dass sie sich aus Perlu entwickeln. Hm. Ich meine, Alabis wäre dieses Rosane da gewesen. Kann sein, ich weiß es echt nicht mehr. Mich regt das immer noch auf, dass er einen Crit gekriegt hat. Kriegt der einen scheiß Crit? Hi, Geraldine und Ashes Papa. Yay, Pokédex has been upgraded. Yay. Kommt das eigentlich nur mir so vor, oder ist hier Geraldine gebräunter? Kampfwalm? Kommt mir gerade so viel gebräunter vor als sonst. Ach genau, Cedric. Liegt vielleicht an der Dunkelheit. Ja, kann sein. Wobei, dann wären wir auch selber gebräunter, ne? Ja, stimmt auch wieder. Ach, keine Ahnung, frag mich nicht. Erstmal, da haben wir da hinten einen Pokéball liegen sehen. Yay. Natural Gift! Yay! Yay! Und was ist es wirklich? Nein, nein, das steht dann da wirklich, wenn es da ist, ist es das wirklich. Okay. Weil Natural Gift ist normalerweise keine Attacken, die es durch TMs gibt. Ach so. Und was wäre es eigentlich? Ach, keine Ahnung. Denkst du, ich lerne die ganzen TMs auswendig? Natürlich. Hat es hier nicht irgendwie ein Pokémon geschenkt? Ich schon nicht mehr. Warte mal, was? I'll tell you something cool. Hm, naja. Ich glaube, wir werden diese Episode echt nur noch einem Pokémon fangen, weil ich irgendwie gerade total depre bin. Wegen einem scheiß Crit! Okay, welches Pokémon werden wir hier begegnen? Wer wird sich unserem Team... Dürfen wir es überhaupt fangen? Keine Ahnung, hatten wir einen Strawickel? Hey, jetzt überlege ich gerade. Ich fang's mal, ich meine, wenn es dann weg ist, wenn wir es dann gefangen haben und wir dürfen es nicht fangen, dann kannst du es immer noch freilassen, ne? Ja. Darfst du dann auch was anderes fangen? Ja, natürlich, das wäre ja Dupsklaus. Ist ja genauso, als könnte ich wegrennen. Okay, gut, ja. Na? Ist es bloß, um sicher zu gehen, ob ich es fangen darf oder nicht? Ja. Allerdings lässt es sich nicht so leicht fangen. Ne? Ja. Das nervt sich, oder? Wie stark ist Bubble Beam? 65. Und das ist resisted, ne? Ja. Ach, wir sind so viele Level höher. Das ist es nicht wert. Then again habe ich gerade das Gefühl, es kann nichts anderes außer helfende Hand. Okay, es kann Leaf Blade. Gut, dass ich nicht ausgewechselt habe. Holy, macht das viel.
Klar, das landet auch noch einen Crit. Boah, ich heile mich erstmal und... Ich weiß... Ich weiß echt nicht, in wen ich wechseln soll. Weil ich bin mir ganz sicher, Käfer widersteht nicht... Käfer widersteht nicht Wasser, ne? Ah, gut, meine Special Attack ist runter. Ah, gut, wenn er jetzt nochmal Struggle Bug macht und nochmal meine Special Attack fällt, perfekt. Danke. Okay, ich hätte doch schon viel früher mit dem Bubble Beam anfangen können. Ich hätte viel früher mit dem Bubble Beam anfangen können. Holy, das war ein Crit. Sansa, wir wollen, dass das Vieh uns beitritt und nicht, dass du es tötest. Holy. Nein, eigentlich wollen wir, dass du es tötest, wir wollen es nur nicht zugeben. Nein, ich habe zwar noch nie eins benutzt, aber irgendwie hätte ich schon gerne eins. Okay, es wird nicht in den Cherish Ball. Mal gucken, willst du in den Great Ball? Boah, ich hoffe echt, wir können Hyperwelle kaufen. Muss ich gleich mal gucken. Ansonsten sind wir langsam echt am Arsch, oder? Yay, gefangen. Naja, eigentlich nicht. Ich meine, die gehen ja trotzdem noch mit Superbällen rein, ne? Ja. Und ich habe trotzdem immer noch eine Minimum. Ich habe immer noch eine Minimum Catch Rate. Ja. So, wie nennen wir es? Es ist weiblich. Es ist so ein Schneider-Pokémon. No. Kennst du irgendeinen guten Namen, der so auf eine Schneiderin passt? Nein. Nenn sie doch Holle. Frau Holle, nein. Ich nenne sie Roseanne. 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 Rosanna. Naja, Roseanne gefällt mir auch nicht. Jetzt, wo ich sehe, gefällt es mir nicht. Ich nenne es Vicky. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Genau. Und wir denken gar nicht an Zicky Vicky. Dachte ich echt nicht. Echt nicht? Nö. Komisch, weil Vicky denke ich eher an Zicky Vicky als an... Hey, hey, Vicky. Genau. Hey, Vicky, hey. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder 6 Pokémon im Team. Klar, nenn uns mal, was für ein Hidden Move, Hidden Power könnte denn Magneson lernen? Hidden Power Death? Ja, klar. Poison, ja, super. So, erstmal gucken. Ja, die verkaufen uns Hyperbälle. Ach, 30 Hyperbälle müssten eigentlich fürs Erste reichen, hoffe ich, ne? Ja. Okay, ich glaube, damit beende ich jetzt auch erstmal die Episode. Ich muss mich echt immer noch da... Muss immer noch damit klarkommen, dass Pearl tot ist. Wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir und schaltet dann auch hoffentlich das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Bye.